Leute, herzlich willkommen auf den Cast Dando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und in der letzten Folge haben wir ja das letzte Mal, dass sie alles zu 100% durchgespielt. So, im Posteingang gibt's auch nicht mehr, gibt's auch nichts mehr. Deswegen gehen wir jetzt hier in den Häusern. Und ihr seht schon, es sind eine Menge an Häusern. Ja, und heute kaufen wir uns erstmal das Campinghaus, denn ich will natürlich, dass wir jedes Haus kaufen und wir wechseln auch erstmal dahin. So, das ist das Campinghaus, wir frischen das auf, machen das geil und dann verkaufen wir das wieder. So, okay, perfekt. Dann so machen wir das. Also ich kaufe jedes Haus einzeln einmal in jedem Video. Und wenn ich das gemacht habe, ist praktisch die Hausreihe auch fertig. Ihr seht oben links schon, dass da jetzt Mannequins sind, die so ein bisschen erzählen, was die haben wollen. So, wir machen hier erstmal schön alles sauber. So. Gehen wir hier einmal schön außen rum. Es ist verdammt dreckig hier. Ja, ich sehe es doch, Mann. Reiß dich zusammen und räume hier gründlich auf. Ja, ja, das mache ich natürlich. Wer inzwischen dann auch mehr Kohle ram, als ich ausgegeben habe. Im Endeffekt, Chat, wird das... sage ich immer, Chat. Im Endeffekt wird das auch nicht viel sein. Ja. So. Okay. Ist hier noch irgendwo außen was? Gut, dann gehen wir doch mal... Ah, hier oben. Fangen wir nicht dran. So. Okay, und hier noch. Einmal kurz aufräumen und es ist sauber. Künstlerisches Durcheinander. Hier ist noch an einigen Stellen dreckig. Ja, ja. Die Tür kommt übrigens auch raus. So wie... Jetzt ist die Tür weg. Sogar ein einfaches Teppich ist eine tolle Ergänzung für... Mann, jetzt hört doch mal auf, hier rumzuheulen, Alter. Es wäre schön, wenn der Schreibtisch um weites Besseres stehen würde. Wie, ohne... Boah. Ich verkaufe doch nur hier alles, Mann. So. Ich mache jetzt hier erstmal die Tür rein, damit die Bauern wieder rauskommen. So. Eingangstür. So. Zack. Damit sie wieder schön passt. Falscher um. So. Zack. Ja, passt so. Okay. Wir streichen das jetzt weiß, weil grün sieht natürlich nicht so geil aus. Weiße Farbe. Also. Na, okay, das wird nicht gefunden. Dann suche ich einfach nur nach Farbe. Mann. Weiß. Wände hier. Farbe. Gibt hier kein Weiß oder was? Mann, ich sehe doch hier nur Weiß. Weiß. Weißer Schnee. Weiße Wolken, weißer Schnee. Komm, let's go. Mal sehen, was sie sagen hier. Nix. Okay. Bam, bam. So. Zack. Gut, dann machen wir noch hier oben natürlich. So, zack.
So, dann haben wir nämlich hier einmal alles weiß gestrichen. Und sieht auf jeden Fall schon mal geiler aus. So. Bam, bam, bam. Und weg damit. Und das hier. Auch weg. Was ich mich gerade frage ist, wieso gibt es hier keine Heizung? Selbstverständlich auch nochmal Heizung kaufen hier. Was für ein sauberes Haus. Ja, danke. So, jetzt kommt das Bett. Bett. Was nehmen wir denn hier so? Sollen wir das hier nehmen? Komm. Im Schlafzimmer muss ein Fernseher stehen. Für einen Studenten reicht ein Einzelbett. Ein Schlafzimmer? Super. Uff, nun kann ich ruhig schlafen. Okay, also es soll auch noch ein Fernseher her. Fernseher. Fernseher, so. Hängefernseher natürlich. Hängender Fernseher. Ja. So. Ran hier die Glotze. Sagen die da was zu? Man kann nie zu viel von Audioanlagen und Fernsehen haben. Okay, der will Audioanlagen. 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 Scheiß drauf, Chat. Okay, hier habe ich was vergessen, aber das merkt ja keiner. So, also ein Fernseher und ein Bett. Was war denn hier vorher? Noch ein Schrank? Schrank. Das wird, guck mal, das wird sogar direkt schön da neben passen. So. Ist nur die Frage, ob die einen Kleiderschrank brauchen oder nicht. Gibt es eine Mini-Küche? Küche. Ich habe Küche falsch geschrieben. Küche, so. Also man kann ja das hier kaufen, ne? Aber guck mal, das ist schon wieder zu groß. Ja gut, dann... was braucht man denn hier so? Kleine Küche. Nee. Hier, sowas. Hier, ich packe das jetzt hier einfach hin und fertig, Alter. Fertig hier. So. Jetzt kommt hier noch eine Herdplatte drauf. Herdplatte. Nee. Elektrische Ausrüstung? Nein. Nein. Badezimmer Unterhaltung? Nein. Badezimmer Möbel. Küchen. Elektrische Ausrüstung. Hier, so. Jetzt habe ich es doch gefunden. Induktionskochfeld. Ja. Das will ich haben. So. Bam. Vielleicht noch ein paar Töpfe. Töpfe. Na gut. Dann halt nicht. Suchen wir mal nach elektrischer Ausrüstung hier. So. Unterhaltung. Gaming. Fernseher und Lautsprecher. Ja, genau. So, was für Boxen nehmen wir denn hier? Ich würde ja schon sagen, die hier. So. So. Perfekt, Lautsprecher sind drin.
Eine kleine Küche. So. Wir können ja noch mal kurz gucken. Möbel, Küchen. Funktionsschränke, elektrische Ausrüstung. Nein, da brauche ich eigentlich nichts mehr. Sonstiges. Ja, nee, hängende Schränke, hängendes Küchenset, Funktions. Nö. Gut. Dann haben wir doch das. Was könnte man hier noch hinpacken? Vielleicht noch ein Sofa. So ein kleines, aber in Schwarz natürlich. Das kann man nicht in Schwarz oder was? Na gut, dann ist das ein Kacksofa. Hier, das hier. Bam. So ein kleines schönes Sofa hier. Guck mal, hier könnte man sogar trotzdem noch einen zweiten Fernseher einfach. Ich mache hier noch einen zweiten Fernseher rein, Junge. Genau, das aber diesmal so. Gut, dann müsste ich jetzt mal kurz gucken. Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer hier. Regale. Regale, Regale. Na, ich brauche einfach nur so ein Regal für den Fernseher tatsächlich zum drauf. Ah, draufstellen, meine Güte. Tische. Aber wir können auch erstmal schon einen Tisch hinstellen. Das würde auch gehen. Sollen wir hier sowas? Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Das Ding ist, kann ja hier drinnen gar nicht laufen. Ey. Ein Wohnzimmer für mich geht klar. Ein Fernseher im Wohnzimmer. Super. Dann machen wir das mal hier kurz vor das Fenster. So. Habe ich hier auch viel mehr Platz. Die Fenster reinige ich gleich noch. Ich glaube, hier kommt auch einfach nur ein Hängefenster hin, weil das passt sonst nicht. So. Jetzt haben die hier praktisch zwei Fernseher einfach. Man kann nie zu viel von Audioanlagen und Fernseher haben. Wow, mehrere Fernseher im Wohnzimmer? Geil. Genial, schnell, glaube ich. Okay, Audioanlagen, hat er gesagt. Gehen wir mal wieder auf elektrische Ausrüstung, Unterhaltung, Fernseher und Lautstärke. Lautsprecher meine ich. Wollen wir diesmal die hier nehmen? Komm, wir nehmen mal diesmal diese Boxen. So. Und eine Fernbedienung. Zack. Na, das kann ich hier nicht hinlegen, okay. So. Dann noch vielleicht eine Pflanze. Tisch. Pflanze. Na, okay, dann nicht. Pflanze. Fensterbrettpflanze. Auch dreidige. Ja gut, dann machen wir da keine Pflanze hin. Och nö, hier ist ja eine Küche. Mensch. Kann ich das wieder verkaufen? Ich weiß immer noch nicht, was ich da hin machen soll. Ich lasse das jetzt mal so. Verkaufen wir mal natürlich die ganze Küche. So. Okay. Zack, zack, zack. Oh, hier ist sogar ein Klimaanlagendings. Ich glaube, wir machen auch neue Lichter rein. Gibt es nicht mehr Platz für Bücher? Was für Bücher, Junge? Ich brauche Platz für meine wissenschaftliche Zeitschrift. Wo können wir unsere Bücher abstellen? Okay, die wollen anscheinend ihre Bücher irgendwo hin haben. Kann doch hier hin, oder nicht? Bücherregal. Regal. Hängen. Nee, so ein kleines Mini-Regal wollte ich auch nur. Helles Schreibtischregal. Nein. Nein. Hier, Bücherregal. Gut. Kommst du einfach hier hin. So, zack, fertig. Ach ja, mal das Fenster schön. Das darf man natürlich auch nicht. Alle unsere Bücher und allem passen hier rein. Ja, schön. Das freut mich tatsächlich.
So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich hier am Fenster komme. Ah, das wird einfach weggemacht, okay. Übrigens, diese Folgen werden tatsächlich ein bisschen länger, glaube ich, gehen. Aber macht schon nichts. So. Zack. Gut, machen wir hier einmal auch nochmal die Fenster hier. Zack, boom, bam. Und das Fenster auch. So. Gut, streichen wir hier auch einmal weiß. Weiß. So, wie ich das mache, das seht ihr aber jetzt nicht, weil das dauert sonst zu lange. Ja. So, Leute, ich habe jetzt einmal alles fertig gemacht und ich zeige es euch einfach mal kurz. So, ich habe jetzt hier auch eine Tür reingebaut. So, hier kommt man jetzt in die Küche. Ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist halt eine Küche. Hier ist das der Herd, Kühlschrank und hier so zum Spülen und halt die ganzen Schränke, wie man die kennt. Hier kann man sich dann hinsetzen. Fragt ihr den hier, warum da noch ein Stuhl ist. Also die Tür im Stuhl. Hier habe ich so drei Regale gemacht, wo die Sachen verstauen können. Licht natürlich hier auch. Zack. Und das war's. Gehen wir rüber zum Bad, denn das habe ich auch schon gemacht. Hier kommt man jetzt in das neue Bad. Ich habe hier einmal weiß gemacht. Und auch den Boden weiß, weil es einfach geiler aussieht. Sieht auch moderner aus. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. Na, hier die Waschmaschine. Hier eine neue Dusche. Dann hier auch die Heizung wieder montiert. Toilette. Hier Toilettenpapier. Waschbecken. Und ein Spiegel. Und ich würde sagen, dieses Haus verkaufen wir jetzt einmal. So, wir haben 28 Minuten und 49 Sekunden tatsächlich daran gearbeitet. So, du hast das Haus gekauft für 29.000. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 78.000. Okay. Minus Kauf von Möbeln. Okay, also ich habe jetzt insgesamt minus 29.000 Euro gemacht. Gewinn 7.000. Angebot. Wir könnten natürlich mal kurz verhandeln. Hier so noch 1.000. Passt schon, ich nehm's. Ok. Gut, Leute. Er würde uns 40.000 für dieses Haus bezahlen. Also letztendlich habe ich dann einen Gewinn von fast 9.000. Angebot annehmen. Und wir haben unser erstes Haus verkauft. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Somebody show